Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, heute bin ich in der Speyside, heute bin ich bei Tormore. Interessant, guck mal den Tee, der da rüber geht, ja? Also, Tormore Distillery, Speyside Single Malt Scotch Whisky, 16 Jahre alt, yay! 48%, yay! Batch Nummer 9, 1905. Also ich nehme stark an, dass das im Jahr 2019. Guck mal, es wurde umgewickelt hier in ein bisschen Papier, auch sehr, sehr schön. Auch interessant ist hier auf der Verpackung, sieht ihr einfach mal das Gebäude jetzt hier. So, sehr, sehr schön. Auch der Deckel könnt ihr einfach mal ein bisschen betrachten und zu so sehen. Hier habe ich ein paar Tasting Notes. Womit möchte ich es vergleichen heute? Nämlich mit dem 14-Jährigen, den ich gerade vorhin verkostet habe. Es gab ein Dimensions Tasting. Da, der 14-Jährige ist dann dunkelgrau, der 16 Jahre ist eher unschuldig weiß. Es gab eine Dimensions Tasting. Für mich hat der Tormore dort gewonnen. Und mein Problem war, ich kannte Tormore bis dahin gar nicht. Noch nie was im Glas davon gehabt. Oh, guck mal, okay, interessant. Auch hier ist das alles weiß und das war hier alles grau. Also der Designer hat sich schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Und dann ist diese Bordeaux-farbene Sache einfach bei beiden gut gegeben hier. So, einen Moment, schauen wir mal. Tormore ist eine relativ junge Distillerie, wurde 1958 dann gegründet, 1960 in Betrieb genommen, hieß damals ich sag mal, indirekt, weil es dann gegründet wurde von Long John International, auch ein Long John Distillerie. Es gibt einen Long John Blend und durch verschiedene Verkäufe und ich sag einfach mal Fusionen und so weiter. Gab es tatsächlich die Möglichkeit für Chivas Regal, diese Distillerie da 2005 zu übernehmen. Das heißt, diese Distillat hier 2014 war höchstwahrscheinlich auch möglicherweise unter der Herrschaft von Chivas Regal gebrannt worden. Das hier nicht. Also 16 minus, denn da ist einfach 2003. Das heißt, das wurde dann da vor der Zeit von Chivas Regal denn dort gebrannt. Aber wie wir vielleicht wissen, Whisky ist nicht brennen. Whisky, das ist New Make. Whisky herstellen, wie Ralfi manchmal sagt, ist fässern. Also dort wird Whisky tatsächlich gemacht in den Lagerhäusern. Sehr, sehr schön. Also, die haben vier Wash Stills, vier Spirit Stills. Sie haben irgendwo zwischen 3,7 und 4,6 Millionen Liter, die die jedes Jahr produzieren. Und was ich vergessen habe, in meine Tomor, 14 Jahre alte Whisky-Video zu erwähnen, ist, dass das war die erste Distillerie, damals 1958, der im Jahr 2000 überhaupt in Schottland gebaut wurde. Das heißt, zwischen 1899 und 1958 keine neue Distillerie. Ja, wir haben hiermit mit 48%. Wir haben 62,80 € Whisky Base Nummer 91533. Allerdings, das ist nicht, glaube ich, die B1905 Version, wer weiß. Das ist hier 43% der 14-Jährigen, also wir verlieren 5% Punkte Alkohol. Allerdings, der ist nur 7 Euro billiger, also mit 55,90 €. Und das ist ein ziemlich etwas neuerer Whisky Base Nummer 147930. Auch ganz wichtig oder interessant zu wissen ist, damals hat Tormore umgestellt. Keine Ahnung, ob es heute so ist, aber ich habe gelesen, dass sie Wood Chips benutzt haben. Denn die haben einen ganz großen Wald um sich herum und viele Bäume werden dort gefällt und deshalb haben sie viele Woodchips. Und dadurch, statt mit Öl oder mit Gas zu heizen, wird dann hier tatsächlich das Wasser und der Dampf von Woodchips möglicherweise dann hergestellt. Umweltverträglicher, yay! So, Nase. Weicher, runder, süß, genauso süß fast. Ein bisschen blumig, schön. Also ich gehe hier rüber, um einen Vergleich zu haben. Oh, okay. Also mein Bauch sagt, mir wird das besser gefallen. Interessant. Also 48%. Hier steht, was steht hier drauf? Hier steht immer noch nicht. Oh, da steht non-chill filtered. Yay. Hier steht
Es nicht. Bei 43% wird gefiltert und hier bei 48% wird non-chilled filtered gemacht. Sehr, sehr gut. Full-bodied, rich in flavor, American Oak, 16 Jahre alt. Nirgendwo steht hier mit Farbstoff und nirgendwo steht natural color. So, wir wissen nicht, oder ich weiß es nicht, was genau denn hier gemacht wurde. So, schauen wir mal hier. Tomore Distillery, Grandtown on Spey in Murray, Moray. PH263LR ist unsere postale Anschrift. Gut, gut, gut. Hier, 16 Jahre ist non-chilled filtered. Cool, okay. Slange, auf euch. Besser das Mouthfeel. Also ein bisschen mehr, da habe ich einen leichten öligen Moment. Hier kriege ich sogar ein bisschen zu wachsige Momente. Der Alkohol, perfekt. Nicht zu stark, nicht zu schwach. Leicht, leicht an der wässrigen Seite. Einiges an Honig wieder, viel Honig. Oder ein bisschen mehr Holz. Ich würde gerne gleich zu der 14 hingehen und dann lese ich ein bisschen, wie die Tasting Notes sein könnten und sein sollten. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Okay, Tormore 14, was ist meine Empfehlung? Habe ich fast befürchtet. Oh wow, hinten raus ist ja nice. Der 14er gefällt mir besser. Der ist süffiger. Wer gerne ein süffiger Whisky haben will, wer eine urtypische Speyside Honig Whisky haben will, Tormore 14, boom, da hast du das. Lange, lange anhaltende Finish hier. Richtig schön. Leichte Kräutermoment mit Honig. Ich habe auch sogar gesagt, Honig mit Blütenstaub ein bisschen vermischt. Super, super schön. Also der 14er ist für ein Weichei, wie jetzt hier Whisky Jason so manchmal ist, absolut sehr, sehr gut. Kostet auch ein paar Euro weniger. Ich gehe nochmal zurück hier. Boah, der hält echt richtig an hier. Die Süße, dieses schöne Moment. Erstmal wirkt er ein bisschen wässrig, aber hinten raus habe ich mehr einfach mal Nachklang, Nachhall. Meine Zunge fühlt sich besser beschichtet hiermit als damit. Ergibt wenig Sinn, aber ist momentan so. Ja, einfach süßer, süffiger. Hier ist ein bisschen kräuteriger. Ein bisschen mehr Holz. 2 Jahre länger im Fass. Ist das ein schlechter Whisky? Nein. Das ist ein 3-Plus-Whisky. Das hier ist ein 3-Plus-Plus, 2-Minus-Minus-Whisky für mich. Und das ist meine subjektive Wahrnehmung. Dieses süffige Moment finde ich hier ein bisschen besser. Auch der Nachklang finde ich hier ein bisschen besser. Allerdings hier habe ich ein bisschen mehr Alkoholträger. Der Alkohol kommt am Anfang rein, der wirkt ganz am Anfang verglichen hier mit ein wenig wässrig, aber dennoch holt er sich und scheint und einfach mal glänzt in diese Disziplin Nachklang. Hier, der ist vom Anfang an konstant und sogar auch beim Nachklang ist er konstant. Dieser Whisky hat wenig Transitions, wenig Übergänge. Der hat ein paar und das gefällt mir ein bisschen besser. Ist das ein schlechter Whisky? Absolut nicht. 3 plus hier. Das ist also sehr gut. Kann man kaufen, wann man will. Also 62 Euro für 16 Jahre finde ich übrigens fair. Ja, okay, gut.
Glenfarclas 16 kriegt man vielleicht, aber 16 Jahre alt und 62 € ist echt ein halbwegs guter Preis, Leute. Gerade wenn man überlegt, da ist nur ein Sprung auf 7 € mehr für 2 Jahre und 5 Umdrehungspunkte mehr. Also man sollte eigentlich sagen, Mensch, klarer Gewinner auf dem Papier ist der Tormor 16. Ach, allerdings, ihr kennt mich, also ich bin ein bisschen ein Sweet Tooth. Ich habe einen Süßzahn, also ich werde noch mal ein bisschen mit Wasser arbeiten hier. Nicht, dass ich die 48 zu viel finde, sondern was ich immer gerne tue, ist, ich nenne das einfach The Blenders am Moment. Ich reduziere diesen Whisky hier ganz bewusst auf ungefähr 25%. Irgendwo zwischen 20 und 30 hoffe ich dann zu erreichen. Und dann schaue ich mal, ob ich irgendwelche Nuancen, irgendwelche Fehlnoten, irgendwelche andere Dinge hier entdecken kann. Also eine Nase hat er tatsächlich hier mehr Umf. Das ist hier wesentlich mehr. Und das ist eine Kräuterigkeit. Eine schöne Ricola-Kräutigkeit. Also ob es eine Blumenwiese wäre, diese Kräuter. Hier ist ein bisschen nur Honig im Moment. Hier ist ein bisschen kräuteriger. Ist schon erstaunlich, was 5% Punkt ausmachen können. Wow. Interessant. Der hat wesentlich mehr Umf dahinter. Der Honig geht weg. Da war mehr Honig. Da war einfach mehr Kräuterigkeit. Also, wenn wir hier bei, keine Ahnung, sagen wir einfach 89 Punkte sind, wären wir hier bei 88,5 Punkte. Die sind so eng beieinander. Das ist süß, das ist ein bisschen mehr kräutrig. Das ist weniger Umdrehung, das ist mehr Umdrehungen. Und vom Preis her die 7 € für die 5 Umdrehungspunkte mehr. Wenn man kein Sweet Tooth hat, also wenn man nicht auf Süßes ganz steht, ist das hier der bessere Whisky und das, was man eigentlich haben sollte. Tasting Notes: Die 16 Jahre alt steht hier in der no Nase, haben wir tief und fruchtig mit einer süße Orangen- und Gerstenzucker. Danach unglaublich weich und super balanciert. Wie kann eine Whisky an der Nase smoother sein? So, getaste. Juicy, also saftig, wie ein Steak. Und süß mit ein bisschen reife Melone und Birne. Lang und ein bisschen trocken ist der Abgang. Hier habe ich auch bisher noch nicht gelesen. Erfrischend Zitrus, Himbeere, Noten mit ein kleines bisschen vom gerösteten Mandeln. Danach vom Geschmack ist süß mit ein bisschen Zitrus. Danach gefolgt bei einer extra Missen Komplexität mit Ingwer und Lakritz. Und am Ende ist lang und süß mit einem würzigen Tang, einem würzigen etwas. Ich glaube, das Wort Sweet war dreimal hier. Und das Wort hier war einfach mal, was haben wir denn da? Sweet kommt einfach mal einmal hier. Ne, zweimal sogar drin vor. Die sind beide echt relativ süß, allerdings der 14 Jahre ist noch süßer. Also, wow. Also, Tormore gefällt mir. Leider habe ich damit die gesamte kompletten Range hier verkostet für euch. Es gibt ein paar unabhängige Abfüller, die werde ich ein bisschen auf dem Schirm haben und schauen mal, was ich da finden kann, um mit euch auch hier einfach mal zu probieren. Alles, fast alles, also ich würde sagen 90%, wenn nicht noch mehr, geht in der Blendindustrie. Leider, leider, leider. Also, ich finde, diese Abfüllungen echt verdienen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. So, Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, also wenn du jetzt hier den Wunsch hättest oder den Wahl hättest zwischen sehr süß und nur ein bisschen süß und kräutrig, was würdest du nehmen und warum bei Whiskey? Also jetzt, ich weiß, es ist schon ein bisschen jetzt hier eine Frage von Präferenzen. Aber ich bin derjenige, der sagt hat, ich würde lieber süß als hier kräutrig. Nur ein bisschen, aber wenn ich eine Tendenz hätte, wenn ich wählen dürfte, wäre das hier mein Whisky, den ich lieber im Glas hätte als jenes. Also, was ist für euch wichtiger und warum?
So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte auf diese Glocke draufhauen, wenn du willst. Hier werden die Flaschen geteilt, also das ist alles in der WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Findet ihr unten in der Beschreibung. Ihr findet auch einen Link, einen PDF-Link hier zu meiner ganzen Sample-Listen. Und ihr könnt mich immer kontaktieren at whiskeyjason@gmail.com. Und da können wir noch ein Gespräch kommen. Alles Gute euch. Jeden Tag 17.30 Uhr, jeden Sonntagabend um 21 Uhr seht ihr mich hier auch mit einem Gast am Sonntag. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.